Ich hab mir nicht gerafft, wie ich hier das Wasser schaffe. Einfach drüber hüpfen. Ah! Wow, Ben! Safe Call! Ne, irgendwie nicht. Ah, lol, a Hollywood Team Production, deswegen war ich hier. Willkommen, Credits. Ich höre überhaupt keine Musik. Doch, bei mir kommt Musik. Buying Productive Design and Execution Production Phil Kill. Ja, läuft. Ja, vor allem auch Christopher Nolan für Inception hier. Nö, bei mir kommt keine Musik. Und ab in den Strudel! Also tue ich die Musik auch nicht. Ist halt Inception. Also warte mal, ich hab die Musik ausgeschillt. What are you doing? I'm getting some fresh air. Zum Glück darf man sich hier umgucken. Ja, hier darfst du dich umgucken. Aber so richtig hilfreich ist es auch nicht, so umgucken. Wenn das ist eigentlich irrelevant. 50-50. Ja, wenn man es nicht komplett verkackt, so wie ich gerade. Scheiße. Ich hab's auch verkackt. Scheiße. Ich hab's ja gewöhnt nach den ganz normalen Game, nach den schrägen Games, die wir jetzt hatten. Vielleicht wissen die Navy Seals eine Lösung für ihr Problem. Ja, Juri, frag doch mal die Navy Seals, ob die eine Lösung für dein Problem haben. Kira. Kira, was machst du denn da? Miau. Treten Kopf auf den Kopf Pain und treten dann zurück. Easy mind. Okay, das mit dem Turn on the Music ist ein bisschen irrelevant, meiner Meinung nach. Du hast, ja, bist halt mehr in der Mood von Inception, das stimmt schon, aber ansonsten ist bis Nein! jetzt halt relative Standard. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Felix. Nein! Das Nein! Doch. Was? Ja. Wie hast du das denn geschafft? Celi, was machst du denn? Was du darfst du nicht? Drauf. Oh, die Musik ist schön. Hoffentlich hab ich heute Abend auch genug Bums drauf. Ich hab ja auch nichts Gegenteiliges behauptet, von wegen die Musik wäre nicht schön. Man braucht meine eigene. What? It's okay. Not working, wake him up! No wait! Was ist das jetzt? Inception. Meow. Aber du guckst keine Filme, ne? Doch, den hab ich mal irgendwann gesehen. Wo müssen wir überhaupt hin? Na, guck dich doch um! Da habe ich nicht, ich einfach drauf losgeschlagen. Hallo, da müssen wir hin. Vorwurf. Dead. Ja, wie kommt man denn da hin? Depp. Du musst passen und schlagen. Achso. Oh. Ja. Nein, zu weit! Wenn man, hat der Wasserfall irgendeine Bedeutung gehabt bei Inception? Was? Hat der Wasserfall irgendeine Bedeutung bei Inception? Das überlege ich gerade. Ich hab den Film nicht mal gesehen. Also. Der Inner ist vorher nicht aufs Klo gegangen. Da hat es die ganze Zeit geschifft. Nee, aber der Inception kann man schon mal nachholen, falls man das nicht gesehen hat. Der ist also, Leonardo DiCaprio-Film kann man überhaupt mal gucken. Nee, nicht jeder Leonardo DiCaprio-Film ist gut, aber Inception kann man nicht geben. Aviator und Revenant fand ich nicht so geil. Den hab ich immer nicht gesehen. Kick him. Oh, wow, shit. Bad Luck Brian ist am Start. Oder Bad Luck Benny in dem Fall, ja. Was tut der Stuhl da? Ich hab die Connection zu dem Film gerade nicht. Die Texte, die hier drin stehen, sind immer wieder von Inception. Ja, aber so die Map an sich. Naja, der Stuhl, der da ins Wasser fällt, das ist schon Stuhl. Sehr Inception-like. Beziehungsweise gab's eine Szene, wo irgendwie die Stühle alle seitlich sind und sowas. Nein, wo Leonardo DiCaprio ins Wasser fällt, da gab es eine Szene direkt. Stimmt, ja, wo der vom Stuhl ins Wasser gekickt wird. Das ist halt alles Serienbanausen, Filmbanausen. Nein, Kira, es gibt jetzt kein Leckerli. Nein! Bonuspunkt, ich bin in der Uhr gelandet. Wow. Ich hab mir nicht gerafft, wie ich hier das Wasser schaffe. Einfach drüber hüpfen. Ah, wow, Ben! Safe Call! Der Schlag, Mann! Warst du sofort im Loch oder was? Ne, ich hab's direkt ins Loch geschafft, aber er prallt oben gegen die Uhr. Ich bin irgendwo gegen den Stein links oben geprallt und von da aus wieder zurück in das Loch direkt rein. War in der Uhr, hinten drin. In der Uhr. Gut gemacht. Aber ja, der Warcraft-Film ist natürlich auch cool für Leute, die mit Warcraft was anfangen können. Ist das den nice. Fand ich auch gut. Da war ich sogar im Kino. Das war ich. Nee. Sollen die bald ein geupdatetes Warcraft rauskommen? Ja. Warcraft Vanilla soll World kommen. World of Warcraft jetzt. Soll ein neues rauskommen. Warcraft also ein Update. Vanilla.
Ne, die Server kommen halt nochmal sozusagen, die bringen offiziell. Nein, Warcraft 3. Nein! Achso, das sind die 3 Reforged, ja. Ich fand den Warcraft-Film gut und ich vor allen Dingen fand ich es ganz gut, dass warum ist in der Kurve keine Bande? Dass sie nicht nein. Nein! Also, ich fand gut an dem Film, weil du kannst ja in Warcraft gerade so in Teil 1 und Teil 2 und es nimmt sehr viel Bezug auf Teil 1 und Teil 2 und nicht auf World of Warcraft. Und du kannst ja bei. Es nimmt doch viel Bezug auf World of Warcraft und die Sachen und so. Jedenfalls kannst du bei Warcraft ja immer auswählen, ob du die Horde oder die Orks spielst und ich find's. Die Horde oder die Allianz. Und ich finde es bei dem Film. Ich finde es bei dem Film cool gemacht, dass es nicht eindeutig ist, wer die Guten und wer die Bösen sind. Das ist ja aber im Warcraft-Universum generell so, eigentlich. Aber das finde ich gut. Das hätten sie ja im klassischen Hollywood-Scheiß, verdammte Hacke, hätten sie es auch irgendwie anders machen können. Wieso? Ist weißt der du? Warcraft-Film nicht einfach nur die Videoszenen aus dem Game? Nein. Weil ich meine, wenn die Videoszenen von Blizzard kennt, nein. Man weiß, dass die Film-like sind. Ja. Nee, sind zwar Film-like. Das war jetzt auch scherzhaft gesagt, ihr braucht gar nicht argumentieren. Nein. Entschuldigung. Dann musst du irgendwie Ironie-Schild hochhalten, das kam nicht so rüber. Ja, okay. Nee. Ein Schild mit Sarkasmus. Die Game-Szenen sind schon filmreif, finde ich. Ja! Ja. Das haben wir auch mal gesagt, auch die, Overwatch. Ich habe auch immer Allianz gespielt, Zonen, das weißt du. Auch die Overwatch-Sachen, die sagen ja viele, bringt doch wenigstens einen Kurzfilm raus von Overwatch und nicht bloß so 1-Minuten-Sachen. What? If we are gonna perform Inception, then we need Imagination. Das sieht jetzt eher Inception-chicke aus. Vor allem, man muss halt wirklich echt doll Schwung holen. Ich bin, glaube ich, schon zu weit hinten, ne? Nein! Oh Gott, ich verliere die Orientierung. Feli. Los. Dann ist doch das Publikum verwirrt. Ha! Ich hab ein Birdie, cool. Ich roll noch. Wenn wir gerade geschrieben, das kann man doch mit Hollywood heutzutage nicht machen, wenn es kein eindeutiges Gut und Böse gibt, ist doch das Publikum verwirrt. Ja, ist auch so. Aber wie reagierst du dann bei Deadpool? Ja, bei Deadpool gibt es ein eindeutiges Gut und Böse. Guten. Das ist einfach nur ein Anti-Held. Aber das ist ja trotzdem ein eindeutig Guter. Ja. Der hat nur keinen Bock, ein Guter zu sein. Das ist was anderes. Der schlachtet Leute ab. Scheiße. Oh, Lumi, jeder Held schlachtet Leute ab, wenn es danach geht. Lumi, genau dasselbe ist mir vorhin auch passiert beim ersten Mal da hinten. Sehr schön. Also ja, ich fand auch den Warcraft-Film wirklich, wirklich gut. Das Problem, was manche damit gesehen haben, ist, dass Leute, die gar keine Ahnung von Warcraft haben, damit nicht viel anfangen können, weil so viele Namen gedroppt werden, wo du gar nicht raffst, wie wichtig der eigentlich noch wird. Das stimmt wohl. Und ich glaube, dass manche auch wenn sie es nicht zugeben, ein Problem damit hatten, dass du keinen eindeutigen Hero hast. What? Ich glaube, es ist wirklich so. Wo müssen wir denn hin? Okay. Vorsicht! Ah! Okay! Das kam ein bisschen spät. Achso, erst wenn du durchrollst, kommt das. Schade. Du kannst Dinge ändern. Oh. Lumi ist, glaube ich, gerade durchgerollt. Lumi ist so ganz hinten. Oh nö, das war zu zärtlich. Ja, Tito. Lumi, ich muss melden, ich bin zu zärtlich. Boah, Chris, der hat echt eine Sonne, ey. Chris, du hast so Gleitgel an den Rand geschmiert, oder? Oh, ja. Das Cooling-Gleitgel. Ich will nicht wissen, an welchen Rand. Nein, Batman tötet nicht. Stimmt, Batman tötet nicht. Laut Batman-Kodex. Batman tut nur strangulieren und das ist das. Batman tötet nicht, er prügelt die Leute nur ins Koma und bricht ihnen alle Knochen, aber sterben tun die nicht. Nie. Hey Batman, wie bist du eigentlich innerhalb von 2 Stunden von Gotham City ans andere Ende der Welt gekommen? Ich bin Batman. oder wie war das bei Ready Player One? Oder du kannst den Mount Everest besteigen. Mit Batman. Das ist, wo sie beschreibt, wie das Gefühl ist. You're waiting for a train and you know the train is never coming. Ready Player One, bester Film ever. Ready Player One? Das stimmt. Ready Player One ist wirklich ein cooler Film. Also ich habe ihn mir schon so oft reingezogen. Ich hab den bei Google. Muss ich über das Auto oder durch das Auto? Ich würde sagen über. Vielleicht geht aber auch aufs Auto. Ey! Ich wär hier noch. Oh wow. Zum Adolf. Ein Morgen, der wird nicht wach. Feli. Du wirst ja noch zum Adolf oder was? Schlimmer noch. Vor allem, weil ich jedes Mal auf dieses Kack-Auto fall. Übers Auto bin ich schon drüber, aber... Nee, am Anfang.
andere Lösung gefunden und die besten Superhelden. Ich bin aus dem Auto runtergefallen. Nicht nur das DC-Universum, sie sind allen Superhelden. Ich bin jetzt nicht so lange. Go, bleib liegen, roll rein. Ja, ist traurig. Leute, ich bin vor die Rampe gefallen und nochmal hochgesprungen und auf die Rampe. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Batman im Batman vs. Superman deutlich düsterer ist und auch Leute tötet. Ja, das stimmt wohl. Nein. Also da haben sie es ein bisschen gefixt. Aber ich meine, Batman gegen Superman, das war schon so ein bisschen so, wow, okay, man weiß, wie es ausgeht. Ja! Ist genauso das, wie in dem, dass sie Superman getötet haben, das fand ich schon krass. Batman musste lange tot bleiben, ansonsten wäre der ganze Film einfach obvious gewesen. Superman musste lange tot bleiben. Das war echt Schwein gehabt, ne? Der war geplant. Wobei ich sagen muss, die Szene, wo Flash an ihm vorbeirennt und dann dieses Auge. Ich hab die Justice League nicht gesehen. Echt, das ist so geil, dieses Auge. Flash ist ja der schnellste, ne? Und Superman kämpft gerade gegen alle anderen, weil er irgendwie verwirrt ist und was auch immer. Ohne jetzt viel zu spoilern. Und man sieht halt, Flash nimmt halt Anlauf, rennt an ihm vorbei, sieht natürlich dann aus seiner Sicht alles in Zeitlupe und guckt auf Superman und bei Superman bewegt sich sein Auge in seine Richtung. In dem Moment der Gesichtsausdruck von Flash einfach einmal in die. Dein Lachen ist auch einmalig. Jeder Held braucht eine Darkface, das mag wichtig sein, aber Batman hat eine Dauer-Darkface. Das ist ja immer Depri. Nein! Der war doch drin! Depri. Im Verschlepper-Van hier. Der war doch drin. Nein, das ist der Inception-Van. Nein, das ist der Verschlepper-Van. Da steht Free Candy draußen. Wir sind jetzt alles kleine Kinder und er will uns einen richtigen Hasen schicken. Scheiße! Das ist so Wahl. Okay. Sag ja Free Candy. Also typische MILF. Oh, fick dich. Hä? Wie kommen wir jetzt bei Golfit auf MILF? Ich verstehe irgendwas nicht. Fick dich! Ein Oval, haben die gesagt. Und da hab ich gesagt, MILF, weil breit und fick so. Dich. Also, guck den Film. Halt die Klappe groß. Also bei Xeli verstehe ich es nicht, bei Felix verstehe ich es nicht, bei dir eigentlich auch nicht, bei Chris verstehe ich es noch. Weil Lumi hat gesagt, das ist ein ovales Loch und habe ich gesagt MILF, weil ausgeleiert. Ja, aber da war ich noch gar nicht, darum ging es nicht, es ging darum, dass es unfair geht. Talk to him, he is at the bar and bring him to the elevator. Also das ist, wo sie dann eindringen, okay. Ach scheiße, ich habe mir schon wieder... In ein... Warum drücke ich immer F und nicht V, was ist denn mit mir los? Keine Ahnung. Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit irgendwelche... Schreibst du Vater mit F? Ich muss den Reset-Knopf mal woanders hinlegen, ey. Ich hau einfach mal drauf, ne? Das war zu früh. Oh, zu früh geknöbelt. Felix, wo gehst du denn da hin? Ja, achso, Fahrstuhl. Warum ist Captain Chris unten beim Fahrstuhl? Ich bin durch den Fahrstuhl geglitscht. Weil das kann. Das ist natürlich ungünstig. Ich bin durch den Fahrstuhl geglitscht. Ich muss trotzdem irgendwie hochkommen oder muss sich zurücksetzen, eins, keine Ahnung. Ich kann's ja nicht, da ist so eine blöde Kante. Ich komm nicht mal zurück, Alter. Oh Gott! Ich bin zu wach drin. Oh nein! Stopp! Hilfe, wo bin ich denn hier? Oh also Gott. Ich bin drin! Oh ich was? Nicht. Was? Was? Ich warte mal hier, bis alle da sind. Hey, wo kann man denn hier noch überall hin? Was denn das für eine Karte? Ja, du musst da fertig. Die Rampe hoch vor dir. Ja, die macht mich trotzdem fertig, die Karte. Ja, siehst du? Die macht mich fertig, die Karte. Blöde Karte. Wow, Ben! Schön blöde Karte. Wow! Okay, wir fliegen einmal über die ganze Map. Das ist eine Scheißkarte, Alter. Wenn man durchblitzen kann irgendwo und dann nicht mal wieder zurück kann, das ist echt scheiße. Die ist vor allem super hart. Aber die wartet sich ziemlich gut. Open World, wo sind die Quests? Ja, so ungefähr ist es gerade. Wir spielen Open World Golf. Ach, fuck. Dieses blöde Bild da oben drüber, Mann! Warum bewegt sich das eigentlich? Inzept? Wow, Ben! Wieder runtergeholt. Toll! Ich weiß schon, ob ich mehr Schläge eingestellt habe. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, 20 habe ich eingestellt. Nein! Ach, ernsthaft jetzt. Offensichtlich. World of Golf, ja. Wir spielen gerade. Wobei, da gibt es ja wirklich sowas. Die Ankurve ist eine Gerade, ja, komm, gib's mir. Was? Die Ankurve ist eine Gerade? Ja. Yeah. Schaffst du es inzwischen eigentlich besser zu last-hitten? Ja, endlich bin ich da. Darauf antwortest du jetzt nicht mehr, das ist jetzt beleidigt oder was? Komm Felix, hau rein! Felix? Ja komm, ich war kurz pipi, tut mir leid. Ich hab noch nichts gegessen. Frauenblase oder was? Nein, hast du mitgenommen oder was? Nein, das ist mein drittes Bier schon, tut mir leid.
Der Alkohol. Ich hol gerade den Männertag nach. Drei Leute mit den gleichen Punkten. What? It's going to be fun. Benni, wir haben schon wieder den Vergewaltiger. Ich bin vorne. Aber diesmal dürfen wir raus, ja? Ja, wir sind fertig, wir wurden vergewaltigt. Sind wir nutzlos. Wir sind ja nicht mehr jungfräulich. Ach ja, das war eine schöne Zeit. Hier gibt's was zum. Hier gibt's Nägel, Chris, extra für dich, da kannst du was nageln. Nägel? Ich bin heute zu zärtlich, ey. Ich bin heute echt zu zärtlich. Ach, yes, Mann. Läuft! Reihe! Wenigstens hat man danach Süßigkeiten gekriegt. Nee, Free Candy gab's nicht, es stand nur draußen drauf. Celi ist ja sogar mit zwei Schlägen rein. Ja, dann. Fick dich, warum ist da hinten keine Wand? Diese coolen Nee, doch, endlich. Nee. Celi ist erst jetzt, glaube ich, rein. Nein, Celi ist noch gar nicht rein. Mit noch seinem. Gar nicht drin? Juhu, ich bin Celis Ball hat die Farbe seiner Seele, glaube ich. Richtig, und hier Spinne drauf. Und ich brenne noch dazu. Das Brennen sehe ich gerade nicht, ich sehe nur die Spinne. Das Brennen sieht man, wenn er fährt. Ja. Ja, aber der fährt bei mir auch gerade. Ich beobachte ihn, der brennt bei mir gerade nicht. Vorhin hat er schon mal gebrannt. Och, jetzt kommen schon. Oh doch! Yes. Hey! Oh mein wow. Gott! Alle Bilder sind immer drin. Hat das irgendjemand gesehen? Nö. Ja! Ich nicht. Aber du bist mit 8 Strokes rein, wie Kreli mit 6. Scheiß drauf, ich reingekommen bin. Das ist Kunst. Mit ja, Hinten gegen die Wand aufnehmen. Es wurde bei mir gerade gecallt, dass man mit genug Schwung hinten gegen die Wand kann und wieder zurück ins Loch fliegt. Ach nein, ja. Das war kein Zufall. Und das hat die Lumi getan. Nee, das war schon, da musste halt die passenden. Es wurde nur gerade angesagt, dass man das bestimmt hinkriegt. So zärtlich. Ich habe das extrem gut hinbekommen, ja. Und zwar genau so geplant. Da gab es mal bei Program das eine mit dem König, wo der eine so. Yay! So ganz oft hintereinander schlägt, weil der eine einen Salto in seinen eigenen Stiefel gemacht hat und dabei verstorben ist. Wir sind immer noch aufhören, ja. Ihr vergeizt es einfach. You need to find the truth about your... Moment mal. We need to go to the Thousand Tower. We need to find the truth about your father on your own. Das kenn ich jetzt aber nicht aus, Dingen. Wow! Wo freu ich denn hier lang? Wow. Warum bewegen sich ja die Sachen? Warum bewegen die bevor ich überhaupt da bin? Das kenn ich aber, wie gesagt, nicht aus Inception. Ach doch, da gibt's eh ne... Ernsthaft? Doch. Ich bleib direkt an der Kante. Wo der versucht, einen Gedanken in den einzupflanzen. Hi, Ben. Ja. Mein Gott, wie kann man denn das so verkacken? Ich bin direkt an so eine scheiß Kante hängen geblieben. Sag mir mal, wie das verkacken. Anscheinend hat Tmir mit Lumi telepathische Fähigkeiten. Wer hat mit mir telepathische Fähigkeiten? Tmir 94, einer meiner Zuschauer gerade. Sun of Hell hat mit dir auf jeden Fall telepathische Fähigkeiten. War das der gesagt hat, hinten gegen die Wand. Ja. Ungefähr 10 Sekunden vorher hat er das geschrieben. Sehr gut, Dude. Lumi lädt dich gern mal nach Heim ein. Vielleicht ist es gar kein Dude, vielleicht ist es eine Frau. Lumi hat nicht aufgeräumt, deswegen lädt sie gar niemanden nach Hause ein. Ja, nur heute nicht. Generell nicht. Lumi hat zwei Tage vorher eine Ankündigung. Bei ONS. Was hab ich? Komische Moralvorstellung bei ONS. Immer noch, wenn man keine ONS macht, dann ist das was anderes. Richtig. Ja, es sind natürlich keine ONS, total. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie in ONS. Vielleicht bin ich auch ein Spambot-Kaufbutter. Sehr gut. Dann hättest du bisher sehr perfekt gespammt. Oder du dürftest jederzeit zu mir, das weißt du. So. Was? Wer dürfte? Dann dürfte auch jederzeit zu mir. Oh Gott, it's a trap. We must it's a trap! Entschuldigung. It's a fucking trap! TNS, wofür steht denn bei der TNS? Och, du Elend! Brauchst du dafür Schub? Keine Ahnung. Triple? Ja, so okay. Volle Power! Go deeper! Volle Power geht auch daneben. Ja, ich merk's grad. Ich seh grad den Vergewaltigungsman. We need to go deeper. Wo fliegst du denn hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Whee! Du musst unten in die Tür rein und dann da hoch. Ich hab's geschafft. Ich bin nicht naja, also das ist aber, wie komm ich denn, hä? Oh, schön um das Loch drumrum. Geil. Hä? Dück. Zärtlich einmal drumrum gekreist. Manchmal ja, braucht man das. Wie kommt man denn da hoch? Da ist doch... Du musst einfach dort ins Schwarze ballern. Ach so. Nein, ich fall wieder runter. Ich fall wieder runter. Wow. Spiel. Oh. Puh. Ja, der Inne ist aber gerade gegen das Ding da abgeprallt. Wo abgeprallt? Nein, ja, nein, 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 bleib oben, bleib oben. Beim Blauen prallst du auch ab.
Ja, aber du hast ja gerade gesagt, er ist oben durchgeflogen, hä? Ja, du kannst hinten wieder runterrollen, wenn du zu viel Schub gibst. Ach so, what? Ja. Das habe ich mir fast schon gedacht. Okay. Ist das also, du halt kannst zurückrollen, ja, okay. Na! No! Wo steht denn jetzt hier? Oh, what? Lol. Ach, du bist zugesetzt. Schade, ich habe gerade noch einen Screenshot machen wollen. Ich dachte auch gerade, wenn er jetzt dort liegen bleibt und das zählt als spielbarer Bereich, uiuiuiuiui. Ach, ja. Oh. You know, you can also dream about a bigger gun. Two night stand, ja, das stimmt auch irgendwie. Auf die andere Kanone schießen? Ja, logisch. Und dann? Scheiße. Dann dahin? Nee, das war's nicht. Wo müssen wir dann hin? Ich hab bisher nur oben Zielscheibe oder Second Night Stands. Ah, lol. Warum treff ich denn da nicht hin? Ich treff gar nicht erst die Kanone. Das weiß ich nicht. Viel Spaß. Ui. Ah! Oh, hier sind ja wieder viele Nägel. Ist hier die Kanone? Ja, ich treffe die Kanone ohne Probleme. Ich schieße da immer durch. Bleib liegen! Oh, ho, ho, ho. Oh, Mann! Das, oh, ja, das war close. Pa! Nein! Ah, jetzt! Hatte Dalek hier noch gerade noch so rein, ey. Wieso ist hinten keine Wand? Ja, ja, ne, das hat er öfter mal gemacht. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach, Chris. Ich muss hast du geschafft? Morgen Butter kaufen. Ich habe in meiner Ersatzpackung Butter, fange ich morgen früh nämlich an. Ich hätte noch immer Letter übrig, Benny. Ich rede ja auch von Letter. Nur alle anderen Menschen auf der Welt reden selten von Letter explizit. Deswegen habe ich Butter gesehen. Ich esse das Zeug nicht. Letter. Genau. Ich esse Ben, ich habe hier noch eine Packung Gleitgel, ein paar Erdbeeren und Schlagsahne für dich. Aber dies kann nicht alles schlecht einfach so aufs Brot schmieren. Vor allem Gleitgel würde ich nicht aufs Brot schmieren, dass ich das ja, so also pur Gleitgel esse. Also Gleitgel auf dem Brot stelle ich mir ziemlich eklig vor. Wenn es Bananengeschmack ist. Geht bestimmt gut rum. Aber dann ist ja immer noch Gleitgel, das ist Chemiezeug. Ob du es so lutscht oder ob du es gleich direkt isst, keine Ahnung. Chris, dein Frühstück stelle ich mir sehr interessant vor. Vielleicht will ich das nicht lutschen. Seit wann lutschst du Brot? Mein. Ich werde jetzt so geschleudert. Hey! Du musst übel viel Schwung geben hier. Vor allen Dingen wirst du an den Anfang zurückgesetzt. Was ist denn das für ein Bullshit? Nee, hä? Ich nicht. Ich nicht. Oh. Ich auch nicht. Das war zu viel Schwung. Hier gibt's ja, jetzt gibt's gesagt, zu viel genau Schwung. Genau, wie in welchem Winkel ich da rein soll. Einfach an der Kante lang da. Ja, einfach an der Kante lang und dann bist du oben. Mein Frühstück ist aktuell Nutella, by the way. Fürs Aladdin zufrieden. Bei mir auch. Was für Aladdin? Hä? Mein Frühstück ist momentan selbstgemachtes Müsli. Alter, Felix, wasch dir die Füße. What? Das ist nicht jetzt wieder hin? Ja, der Diktator. Der Diktator hat sich ja irgendwie 14 Wörter in Aladdin geändert. Hat, das gezählt hätte. Der Diktator hat irgendwie 15 Wörter in Aladdin geändert. Ihr HIV-Test ist Aladdin. Och Mann, ich komm da nicht hoch. Ja, aber weil er auf seine Wunderlampe gerieben hat, ne? Nein! Nun, gib mir ein bisschen doof. Ich bin heute mehr Schwung. Blöd. Hui! Mehr Schwung! Komm fast das zurück. Butterbrot wie von Oma damals. Buttermarmelade, Vaseline und eine Scheibe Käse. Lumi, es geht auch um die Beschleunigung. Wie schnell du mit der Maus nach vorne dort. Ja. Leute, ey, ehrlich. Und Gas! Gleitgel oder Vaseline aufs Brot ist einfach nur übel ekelhaft. Allein die Vorstellung. Erzählt mir das nicht, sowas bäh. Oh, nur ein schädliches. Also auch so ein Billy Boy Kirschkondom einfach mal als Kaugummi missbrauchen. Ah, ja, spät. Wenn du das machst, ich finde das übel. Das eher noch als mir Billy Boy Kirsch Kaugummi Kondom aufs Brot zu legen oder sowas. Ja gut, das Kondom kannst du ja nicht helfen. Du hast es fast geschafft. Also so langsam wird mir schlecht, wenn wir das Thema weiter vertiefen, ey. Ja, bitte, lass es mal. Vertiefen ist gut. Oh ja, ich wollte gerade sagen, man kann auch Dinge vertiefen. Erst ein bisschen Finger und dann kann irgendjemand bitte mal zu Chris nach Hause fahren und den ordentlich durchbumsen? Ist das möglich? Ihr kennt doch das alte Sprichwort, ne? Tütchen auf, drüber, fertig. Und jetzt fängt es am besten gleich mit. Schön. Hey, kann der wirklich durch? Moment. Ja, du kannst da durch. Krass. Chris, Loch ist Loch, ne? Richtig.
Scheiße, ich komme nicht über den Wall. Ich bleib immer im Feuchten. Warte, du wärst noch am ehesten möglich gewesen. Essbar, Untermesh ist Sandwich, da ist Sandwich zweideutig. Vorher sind Lucky Shot. Auf Banalsekt. Ach, jetzt ist es weg. Was? Banalsekt? Banalsex. Banalsex? Das ist enttäuschend. Banalsex. Ja, Banalsex klingt sehr enttäuschend, ehrlich gesagt. Das klingt so wie, also kann ich nicht verzichten. Ich hüpfe hier auf dem scheiß Wasser rum, what the hell? She should be upstairs, let's take the elevator. Also ich bin mir nicht klar, warum das so gut bewertet ist. Das war, glaube ich, in der irgendwie letzten Monat bestbewertetsten dabei. Ich geh's in den Rohren, ey, leck mich am Arsch. Warum? Nee, ich hüpfe hier die ganze Zeit auf dem Wasser rum, ich kann nichts machen. Oh, hit it hard, habe ich jetzt bekommen als Achievement. Das war keine Aufforderung, Matze, keine Felix, Sorge. Du kannst F drücken, dann bist du zurückgesetzt. Oder R, eins von beiden. Ich blick grad nicht mehr so wirklich durch. Igel! Ich hab einen Igel! Und mal, Felix ist bei 2? Achso, bei Felix auf dem Wasser rumhüpft. Boogie, Boogie, Boogie. Oder alte 4, ja, alte 4 geht auch. Was, Boogie, Boogie? Ja, alte 4 ändert die Farbe von Windows, das wollte ich eigentlich nicht. Boogie Boogie ist was anderes. Ja, ja. Bang, chicka, bang, bang, chicka, bang. Nee, gar nicht, wie hieß denn der in den Jim Burton-Film, dieser komische böse Geister? Oh, bei der untoten Braut. Ich weiß gar nicht, wie der Film hieß. Ready Player One? Ja, genau, Jim Burton hat Ready Player One gemacht. Das wäre ein weirder Film geworden, wenn Jim Burton Ready Player One gemacht hätte. Hat er aber nicht. Ah, warte mal, war Ready Player One das, das Game aus der der Film aus der Ego-Perspektive? Nein, das ist genau. Der Film über eine Zukunft mit Virtual Reality, wo du in der Virtual Reality Sachen Geld verdienen kannst, mit der du real Sachen bezahlen kannst. Die Oasis. Genau. Und wo einer sozusagen den Schlüssel, um das alles zu kontrollieren, in dem Spiel versteckt hat. Das Easter Egg. Aha. Für dieses Easter Egg musst du aber 3 Schlüssel finden und genau. Blauen Blub und Keks. So, genug gespoilert aus dem Film. Das wird in den ersten 10 Minuten erzählt. Ja, das ist nicht so viel Spoiler, meiner Meinung nach. Ja, aber das reicht. Genug gespoilert. Wenn es für Ben nicht genug Spoiler ist, dann ist es noch in Ordnung. In Gestalt von Alarak, dem Allwissenden, habe ich 3 Schlüssel deponiert. Killer Keks, was ist mit dir? Haben wir was von dir gesprochen? Nee, aber... Hallo Killerkeks übrigens erstmal, schön, dass du da bist. Mir wäre nicht bewusst, dass wir von dir geredet haben. War das nie früher eine Figur? Killerkeks habe ich doch bei dir auch schon mal gelesen, oder? Kampfkeks in den Kampf. War das nie früher eine Band? Hat der Killerkeks? Nein, ich habe nicht die Umschalttaste gedrückt. Killerpilze, ja. Killerpilze war eine Band, ja. Ich glaube, ich habe keine Chance mehr aufzuholen. Hat jemand von uns Keks gesagt? Da fällt das Auto ins Wasser und ganz langsam. Oh. Ach, du ahnst es nicht. Und da jetzt... Safe first try, das ist relativ entspannt. Geht ja gerade. Wohin jetzt? Auf jeden Fall nicht dahin, wohin wir geguckt haben. Oh Gott, yo. Na dann, full speed. Hat funktioniert. Ja, hat irgendjemand von euch Keks gesagt? Jetzt habe ich Hunger auf Kekse. Gut, auf Sofaplanet stand ich auch nicht. War ein Sofaplanet, die mit einfachen Liebficken? Einfach nur ficken, ficken Lieb so viel. Okay, den Song kenne ich sogar, aber Sofaplanet, den Namen habe ich noch nie gehört. Mal langsam und irgendwann sind schauen wir uns gemeinsam die Sterne an. Gott, ich bin nicht jetzt gelandet. Einfach nur ficken. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer so finde, das Lied oder das Gesinge gerade von dem. Gib's mir, Doggy. Lumi, komm, konzentrier dich. Gib's mir, Doggy. Können wir mal irgendjemand sagen, ob ich da jetzt nicht rein muss? Du musst immer ins Loch, Lumi. Aber da bin ich eben rein. Na, hey, mach nochmal. Ja, du musst ins Portal. Ja, da bin ich eben rein und dann bin ich aber nicht. Jetzt bin ich hier. Oh, wow. Und jetzt? Oh. Geh mal durch, hau rein. Was meine ich, das ist eine Uhr. Anlauf statt gleich gehen. Eigentlich fehlt hier noch irgendwie der Kreisel, wenn das Inception-Ding sein soll. Ich glaube, ich habe Inception mal gesehen, aber das ist ewig her. Ja, das ist ja auch ein bisschen älter und der Film. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das alleine gesehen habe. Lieber Killerkeks, wie geht's dir denn? Wie war denn dein Tag? Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Ich habe alleine gesehen. Meistens kann ich fast jeden Film oder jede Serie mit irgendeinem Kerl verknüpfen. Du sagst direkt mit Sex.
Blumi, ja. Wollen wir uns mal irgendeinen Film zusammen angucken? Das ist eine Anmache, die funktionieren würde, wenn ich genau wüsste, dass du ein Mädel daheim hast. I miss you more than I can bear, but we had our time together, I have to let you go. Was hast du gerade gesagt, Blumi? Ich habe gesagt, es würde als Anmache vielleicht sogar funktionieren, wenn ich nicht genau wüsste, dass du ein Mädchen daheim hast. Ach so. Okay, ich komme. Alle dasselbe Problem. Ich bin durchgekommen. Hä, ich bin jetzt rechts hinten oben. Soll ich da hin? Hui! Oh, guck einfach in die Vorschau mit V. Achso, wir sind jetzt hier wieder. What? Wo bin ich hin? Ach, oh, ich brenne! Everything is fine! Ich fahre irgendwie die ganze Zeit gerade. Fahrstuhl. Ach, wir müssen da hinten durch. Achso, ich fahre wieder. Ich fahre durch alle Sachen nochmal zurück, weil es ist ja Inception, wo du durch die ganzen Ebenen wieder durch musst. Yep. Ah, jetzt raff ich es erst, aber da ist ein bisschen wenig Schwung drauf. Ah, da! Oh, da war ich vorne. Und jetzt sind wir beim Kreisel, wir haben den Kreisel gefunden. Echt jetzt? Jupp, yep, ich hab den Kreisel gefunden. Ich auch. Ich bin ganz nah bei dir. Okay, das Ende ist cool. Sag mal, bin ich heute zu... Ja. Ähnlich? Ja. Inception, Abspann. Map Creator and Producer, Failkill. Du warst bei den Eltern? Ist das ein gutes bei den Eltern sein oder ist das ein schlechtes bei den Eltern sein? Weil wir können auch nicht immer... Ach doch, wir können V drücken. Machst du nicht wirklich, oder? Also Lumi, wann kann ich vorbeikommen? Du hast ein Mädel. Es geht nicht darum, dass das bei dir zu Hause ist, sondern dass du vergeben bist. Ein Mädel. Ein Mädel. Ich glaube, wir müssen wirklich warten, bis der Abspann vorbei ist. Weil unter uns kommt das Ziel nämlich. Tada! Alter. Sind nicht eigentlich alle im Ziel, so wie er da liegt? Außer Felix? Ja. Nein, okay. Ich bin jetzt erst. Ja. Wir müssen mal gucken, stoßen. Wie er da durchrollt. Also, ich warte jetzt auf den Ach so, weil der Abspann ist nicht synchronisiert. Ja, okay, ich war nämlich gerade schon durch, deswegen habe ich mich gewundert, dass ihr da noch rumliegt. Am coolsten ist, wie Lumi da. Jeder muss sich das angucken, was sie gemacht haben. Ja, das verdienen die aber auch, oder? Fertig. Ich geh erstmal hin. Fertig. Eben. Wollen wir wieder nach Auto-Chess spielen? Ich hab ja eh Urlaub. Na, ich nicht. Du nicht? Och, Ben. Ich hab jetzt Wochenende. Hi, Missy. Schatz, wir gehen dann bei der Lumi hier ein Spiel spielen. Film gucken. Ist klar, Felix. Ist klar. Dann wird's Flotter Dreier. Und ich glaube, ich gehe dann zum normalen Dota übrig über. Aber Felix, bedenke, das sind dann 6 Schamlippen, um die du dich kümmern musst, ne? Was, 6er? Warum? Deine auch noch? Ja, natürlich. Und ich dachte, jetzt kommt es wie burnt. Okay, dann plant mal schön unseren Vierer, aber bitte ohne mich. Oh, ich so, ich und Lumi, wir beide machen Kameramann und Frau. Sehr schön. Da bin ich dabei. Was, die beiden? Achso, du guckst ihn gerade an. Ab und zu klatscht Felix auf den Arsch. Die beiden machen Kameramann und Frau? Ja. Dann würde ja bloß noch Lumi und... Ich hab einen Lichtknüppel bekommen. Nee, Chris und ich filmen und du und deine... Ach so. Freundin.